Hey guys, it's Cass. It's been a while since I last started an adventure game. Unfortunately, I never finished the remastered edition of Bioshock 1. I wasn't kind of in the mood anymore. But I promise this time I will finish the game and you will see everything. So stay tuned and hope you enjoy this game. As far as you know nothing, to be honest. Let's see, mouse is fine. If you didn't notice yet, this game is Bioshock Infinite. Damn it. Yeah, why not? Yeah, Bioshock Infinite. I never played this game. I heard a lot of good stuff about it. And I had to play it. Because I never played it. And I'm really interested what's it about. Booker, what's about. Hast du Angst vor Gott? Nein. Aber vor dir. Willst du einfach bloß rumsitzen? Was soll ich sonst tun? Rumstehen? Oh, oh. Nicht rumstehen. Oh, this is a high sensitivity. Yes, safe. Rudern? Hatte ich eigentlich nicht vor. Dann erwartest du also, dass ich alles alleine mache. Nein, aber ich erwarte, dass du alleine ruderst. Und warum bitte? Es war doch deine Idee. Meine Idee? Ich habe klar gesagt, dass ich von dieser Übung nichts halte. Vom Rudern? Nein, das halte ich für eine hervorragende Übung. Was dann? Das gesamte Gedankenexperiment. Entschuldigung, wie lange noch? Wer ein Experiment startet, weiß, dass es scheitern kann. Aber man startet kein Experiment, wenn man schon weiß, dass man gescheitert ist. Nochmal zum Thema Rudern. Tu's doch einfach. Nicht übel. Sonst kommen wir nie an. Nein, ich meine, ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir helfen würdest. Frag doch mal ihn. Er hat vermutlich ein stärkeres Interesse, dorthin zu kommen als ich. Das kann schon sein. Hat aber keinen Sinn, ihn zu fragen. Wieso? Weil er nicht rudern wird. Er wird nicht rudern? Nein, er wird nicht rudern. Ah, ich verstehe, was du meinst. Hier wären wir. It's still super high. It's unbelievable. Er bewegt sich nicht. Das kommt schon noch. Irgendwann. Vermutlich. And now it's too low. Great. Schon. Yeah. This is fine, I guess. Sollen wir ihm sagen, wann wir wiederkommen? Würde das was ändern? Vielleicht ist ihm dann etwas wohler. Wenigstens darin sind wir uns einig. Hey, wartet hier jemand auf mich? Das hoffe ich doch sehr. Ein ziemlich schrecklicher Ort, um zu stranden. Hi. Vielleicht ist hier drinnen jemand. It starts like the first game. Like on a lighthouse. But I remember. Entschuldigung, ich bin Booker DeWitt. Ich glaube, Sie erwarten mich. Okay.
jemand da? Hallo? Oh yeah, I will play this game on German because I have the feeling that if I play it in English, I might miss some information I normally should have. Scheiße. Diese Karte. Was in aller Welt? Spooky at all. Ich soll mich wohl in den schicken Sessel da setzen. So, und jetzt? Mach dich bereit, Pilger. Die Gurte dienen nur der Sicherheit. Was ist denn jetzt los? Das ist nichts Gutes. Nein, 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 verdammt! Achtung! Der Aufstieg beginnt in 5, in 4, 3, 2, 1. Nein! Aufstieg! Aufstieg! Okay, Booker, ganz ruhig bleiben. 5000 Fuß. 10.000 Fuß. 15.000 Fuß. Halleluja! Thank you.
Entschuldigung, wo bin ich hier? Im Himmel, Freund, oder dem, was wir bis zum jüngsten Tag davon sehen. Solche Fragen behalte ich besser für mich, sonst fliege ich noch auf. Diesem Tage erneuern wir unser Bekenntnis zu unserer Stadt und unserem Propheten, Vater Comstock. Wir erneuern es durch Opfer und Danksagung und indem wir eintauchen not in das süße Wasser der Taufe. Und sehet, hätte der Prophet unsere Feinde bei Wounded Knee vernichtet und das Sodom unter uns nicht verflucht, es wäre genug gewesen. Hätte der Prophet nur das Sodom unter uns verflucht, nicht aber die drei goldenen Geschenke der Gründer angenommen, es wäre genug gewesen. Hätte der Prophet nur die drei goldenen Geschenke der... Ist das ein Neuer aus dem Sodom unter uns? Angekommen in Columbia, um sich reinzuwaschen vor unserem Propheten, unseren Gründern, unserem Herrn. Ich suche nur den Weg in die Stadt. Den Weg in die Stadt. Bruder, der einzige Weg nach Columbia führt über die Wiedergeburt in den süßen Wassern der Taufe. Willst du geläutert werden, Bruder? Entweder das oder umkehren und wieder in die Rakete steigen. Ich bring's hinter mich. Hey! Ich taufe dich im Namen des Propheten, im Namen der Gründer und im Namen unseres Herrn. Ich weiß nicht, Brüder und Schwestern, aber gereinigt sieht er noch nicht aus. Wer ist da? Wer ist da? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Was wollen Sie? Wir hatten eine Abmachung. Öffnen Sie diese Tür. Sofort. Ich hab doch gesagt, ich mach das nicht. Dieser Idiot von Priester sollte sich mal den Unterschied zwischen Taufen und Ertränken klar machen. Auf das Eben ich muss mir mal einen Punkt suchen und rausfinden, wo ich bin. Unser Prophet füllt die Lungen mit Wasser, auf dass sie die Luft umso mehr lieben. Der du den Delaware überquertest, mit flammendem Schwert auf Engelsflügeln. Behüte mich und gib mir Kraft. Ein Vorbild an Tugend, schütze ein Rebell Geist gegen Ignoranz und Tyrannei. Teile deine Weisheit. Beim Schwert und der Rolle und dem Schlüssel. Amen. Dass es weder Zufall gibt, noch Glück, nur Vorsehung. Dass eine Stadt fliegt, heißt nicht, dass keine Idioten drin wohnen. Also gut, ich muss das Mädchen finden.
Oh nein, Mr. Rosenior. Morgen. Freut mich sehr. Da lässt sich bestimmt was arrangieren. Ein perfekter Tag für die Feier. Vater Comstock muss das vorhergesehen. Eine Abschrift der letzten Rede des Propheten an euch, das Volk von Columbia, über die heilige Vergebung unserer lieben Lady Comstock. Mögen gibt's nicht für eine Liberty Scout. Da zählen keine Wünsche, nur Pflichten. Ich sag dir, Salton Stall ist der Richtige. Der ist für Glaube, Familie und Vaterland. Wer kann da schon dagegen sein? Engagieren Sie niemals einen Künstler, mein Lieber. Sie sind einer wie der andere, launisch und unzuverlässig. Aha. Ich sage ihm, der Park ist meilenweit hinter dem Zeitplan zurück. Die Landschaft ist erst halb fertig. Geliefert. Der Brunnen ist voller Regenwasser, Herrgott. Nicht mal die Ringelblumen sind gepflanzt. Alles Arbeiten, die schon vor Monaten hätten fertig sein sollen. Aha. Und wissen Sie, was dieser Mensch zu mir sagt? Dass er müde sei. Dass ihm die Arbeit ausgelaugt hätte. Ich sage, guter Gott, Mann, verschonen Sie mich. Arbeiten Sie. Sind Sie bald fertig da unten? Ja, Sir. Warten wie alle anderen. Columbia, Jahrmarkt und Verlosung. Er ist stark beim Schwert, aber recht schwach bei Schlüssel und Rolle, wenn er mich fragt. Schön. Wolkenloser Himmel, milde Temperaturen bei leichten Wind aus unterschiedlichen Richtungen am Nachmittag. Kurz und gut, schönstes Feiertagswetter, Columbia. Und nun wieder Musik. Bitte sehr. Yeah, I take it. Why not? If you should ever leave me.
I be without you? Finde ich sie, haben sie gesagt. Telegramm für Sie! Hm. Telegramm für Sie, Sir! DeWitt, stop. Machen Sie Comstock nicht auf sich aufmerksam, stop. Was immer Sie tun, nicht Nummer 7710, stop. Lutess. Was zum... Guten Tag, mein Freund. Hallo. Dass ein Mensch Blitze auf seinen Fingern abfeuern kann. Würdet ihr mir glauben? Oder dass ein Mensch einen Tonnen... Kann ich mal hier durch, Kumpel? Die Straße ist gesperrt, Kumpel. Sie bereiten schon das Feuerwerk vor. Da hinten ist genug TNT, um ganz Peking in die Luft zu jagen. Wieder mal. Na, gesperrt. Ich muss mir einen anderen Weg suchen. Ich kann's kaum erwarten. Ich auch nicht. Das sagt ihr andauernd. Wer von euch hat die göttliche Gabe einer Kraft schon versucht? Ein Schluck und ihr seid in der Lage, die unglaublichsten Taten zu vollbringen. Ihr wisst ja, der Prophet ist fair und freundlich. Und er hat Mr. Jeremiah Fink gebeten, und zwar persönlich, euch diese Wunder zu bescheren. Gelobt sei unser Prophet. Gelobt sei unsere schöne Stadt. Wenn ich sagen würde, dass ein Mensch Blitze aus seinen Fingern abfeuern kann, würdet ihr mir glauben? Oder dass ein Mensch einen tonnenschweren Hengst einfach hochheben kann? Würdet ihr das glauben? Nun, Freunde, ich sage euch... Yeah. Das sind keine Hirngespinste. Sehen Sie nur. Das sind keine Armenärchen. Nein, Herrschaft. Keine Ahnung. Ich spreche von Kräften. Solo auf den Skylines zu fahren, war die Idee von Jugendlichen. Kleine Draufgänger. Hatten nicht mal ordentliches Gerät dafür. Bevor Fink die Skyhooks rausbrachte, hat sich mehr als einer bei einer Fahrt den Hals gebrochen. Fitzroy erwischen, legt noch was drauf! Reife Leistung! Wir haben's fast geschafft! Odin, Gott an die Knie fragen! Sein Spiel, Daisy Fitzroy!
auseinanderhalten. Weißt du denn gar nichts? Kräfte sind eher aggressiv. Man kann damit Feuer spucken. Treten Sie näher und bestaunen Sie das achte Weltwunder. Er ist groß, er ist kraftvoll, er ist der unglaubliche Handyman. Nur in unserer schönen Stadt sieht man solche technischen Wunderwerke. Kommen Sie und sehen Sie den unglaublichen Handyman. Ist er ein Mensch oder eine Maschine? Nur kolumbisches Genie konnte solch ein Wunder erschaffen. Hat ein Automat schon mal ihr Geld geschluckt und dann gestreikt? Hat ein öffentliches Telefon sie her. Mit ihrer Liebsten verbunden? Mit einem Flüstern hören dir alle zu. Press to turn machines into allies. Verdammt, was war das? Könnte den ganzen Stand hier hochstemmen. Kraft ist auch nicht alles. Ach, was weißt du schon? Vier Geschmacksrichtungen? So viele? Was ist so falsch an Vanille? Tag, Seemann. Aus welchem Hafen kommst du denn? Herrscht da gerade Sturm? Du verstehst, was ich meine, oder? Ich habe eine Schwäche für Eiscreme. Ist aber mein einziges Laster. Kopf oder Zahl? Kommt, lasst mich durch. Kopf oder Zahl? Kopf. War klar. Das ist nie so befriedigend, wie ich es mir vorstelle. Kopf hoch. Nächstes Mal klappt's. Ja, wahrscheinlich. Der wirkt irgendwie desorientiert. Auf mich wirkt er eher attraktiv. Mary, du bist wieder mal unmöglich. Mein Vorbild? Nun, Lady Comstock natürlich. Was hast du hingekriegt? Den Prachtkerl hier? Die ganze Abteilung hat jetzt solche. Wenn wir die Vox aus dem Skyline-System kriegen sollen, brauchen wir bestes Material. Ah, gibt's da noch freie Stellen? Ich würde auch gern Vox verprügeln.
Madame Lutèce, ich habe all Ihre wissenschaftlichen Bücher gelesen. Mutter sagt, das sei keine Beschäftigung für eine Lady. Aber ich glaube, sie ist nur neidisch, weil sie so klug sind. Stimmt es, dass nur Sie das Mädchen in dem Turm besuchen dürfen? Wenn das Lamm auch einsam ist, würde ich es gerne besuchen, denn wir hätten viel gemeinsam. Herzliche Grüße, Constance. Nun hat die Verlosung 1912 offiziell begonnen. Hey, Mister, Sorry, ich kauf nichts. Dummchen. Die Verlosung kostet doch nie was. Leben Sie hinterm Mond? 77. 77? Das ist eine Glückszahl. Ich drücke Ihnen die Daumen. Bring mir die Trommel! Ist das nicht das hübscheste weiße Mädchen in ganz Columbia? Also dann, die Gewinnzahl ist Nummer 77! Tja, was sagt man dazu? Nummer 77, holen Sie sich Ihren Preis! Der erste Wurf! Bitte, bitte, bitte! Ich weiß, es war meine Schuld! Bitte, bitte, nein! Bitte, was tut sie? Na los, wirfst du jetzt? Oder trinkst du deinen Kaffee etwa lieber schwarz? Einen ganz schüchternen. Den müssen wir auf Dreckskerl. Moment! Da ist er! Wo hast du das Brandzeichen her? Weißt du nicht, dass dich das zu dieser hinterhältigen Schlange, dem falschen Hirten, macht? Und falsche Hirten haben in unserer Herde nichts zu suchen. Zeigt ihm, wie wir das hier machen, Jungs! I need to set. Yes. Fuck off. Oh. Hey, dude. Okay. What is this kind of, what is this weapon? Hey. Come here, bitch. Oh, shit. Here, bitch.
guess this is not the right way. Okay. Hold and release to create a ghostly trap. Urzeitliche Mysterie. Rexkerl ist im Park! Was zum... Was war jetzt los? Aha. Jetzt wird's heiß. Was ist bloß los? Brenne im Namen des Knochens! Oh, toll. Ah!
Schmur in der Hölle! What the? That's going to be a fun game. Ah, okay. Alright, I guess I end the first episode here. That was a very cool beginning. That's going to be a fun game. So guys, stay tuned. See you next time. Bye bye.